質も体格差も関係ねえ。牙の鋭い方が勝つ。それがキリングバイツだ。Meine Freunde, willkommen zurück in meinem Kanal zu Dragon Ball Legends. Und heute will ich darüber sprechen, wie man am effektivsten Ultra Instinct in den Arsch treten kann. Weil, wie ihr wisst, auch bei Sunday Live ging der mir extremst auf den Sack, weil ich nie wusste, was ich machen sollte. Immer stand ich da, musste warten, bis der Gegner irgendwas macht, und er swipete einfach nur irgendwo hinten rum und hat gewartet, bis ich irgendwas mache. In der Zeit können sich seine Units wieder aufladen, er kann wieder austauschen, er lädt Ki, er lädt Vanish. Und das ist ultra nervig. Aber ich habe mittlerweile eine effektive Taktik gefunden, die für mich funktioniert und die ihn weniger gefährlich macht am Ende. Weil die größte Schwäche an Ultra Instinct ist, er ist eine Glaskanone. Das heißt, er kann gut austeilen, kann aber fast gar nichts einstecken aufgrund seines Skills. Deswegen ich auch wieder mit meinem anderen Team spiele. Denn das Wichtigste ist erstmal zu verstehen, wie funktioniert Ultra Instinct. Ultra Instinct hat halt den Skill, dass wenn er von Blast oder Strike-Angriffen getroffen wird, er eine Art Konter ausführt, euch Schaden zufügt und wegschleudert. Punkt 1 dabei ist aber, er kann nichts anketten. Kein Spezialangriff, kein Schlagangriff, kein Fernangriff. Das heißt, er kann damit keine Combo beginnen. Das ist als erstes wichtig zu wissen. Dann Spezialangriffe, grüne Karten, die wegschleudern oder was auch immer, gelten dabei nicht. Da muss er seinen Vanish für benutzen. Das ist auch wichtig zu merken. Dann kommt noch dazu, er kann euch niemals mit seiner Fähigkeit auf Null bringen. Das heißt, euer Charakter kann einen Lebenspunkt haben. Wenn er von Ultra Instinct durch die Fähigkeit getroffen wird, geht er nicht auf Null. Das ist auch nochmal wichtig zu wissen. Was könnt ihr jetzt also tun? Ihr braucht einen richtig starken blauen Charakter. Sei es ein Ultra Gogeta, ein Revive Freezer, ein Sword of Hope Trunks oder auch den neuen Vegeta. Und dann ist tatsächlich das Simpelste, entweder ihr seid welche, die sehr nah rangehen und mit Tippschüssen und Tippangriffen halt seinen Vanish aktivieren, weil dadurch werdet ihr nicht zurückgesteuert, sondern er weicht einfach nur aus. Oder ihr macht die Kamikaze-Methode so wie ich, scheißt einfach darauf, dass er seine Fähigkeit einsetzt und euch Schaden zufügt. Und nimmt einfach einen Blast, weil im Endeffekt wird er entweder ausweichen und ihr könnt danach einen Strike anketten und trotzdem seinen Effekt aktivieren und er hat in dem Moment kein Vanish mehr. Oder ihr macht danach einen Tippangriff, was sogar besser ist, weil er, wenn er selber Strike machen würde, den Clash gewinnen würde. Oder er bleibt stehen, weil er sagt, du kannst mich ja eh nicht treffen und ich mach dir Schaden. Das Ding ist, bei dem Blauen wird er nicht viel Schaden machen. Garantiert nicht viel. Das Einzige, was ich bemängeln könnte dabei, ist, dass die Leiste von Trunks halt dabei nicht aufgeladen wird. Das ist mega dämlich, weil er kriegt ja Schaden und trotzdem wird seine Leiste dadurch nicht aufgeladen. Also ich sag mal, Ultra Instinct kann im Bestfalle dreimal seinen Skill nutzen, wenn er halt nicht eine grüne Karte oder sonst irgendwas oder Strike-Blast-Angriffe gemacht hat. Das heißt, nach drei Angriffen spätestens ist seine Leiste aufgebraucht. Und wenn ihr mit einem Sword of Hope Trunks ihn trefft, sei es auch vor seiner Leiste, wenn die voll ist, dann macht ihr genug Schaden, um den Dude ordentlich einzuheizen und er muss gezwungenermaßen wechseln. Das einzig Negative ist, aktuell gibt es keine wirklich guten Lilanen, die man in besagten Teams spielen kann, wo das hier funktioniert. Deswegen, viele nehmen halt den Vegeta mit den Grünen und können damit effektiv danach tanken. Aber ihr setzt den Gegner halt unter Druck und unter Zwang halt auszutauschen. Das ist auf jeden Fall wichtig. Ich weiß noch nicht heute aktuell, wie mein PvP-Stand ist. Ich habe noch nicht gespielt. Gestern war ich irgendwo so Platz 5000. Ihr seht, ich habe mein Level deutlich gesteigert. Ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie unter den Top 1000 spiele. Das ist mir auch viel zu aufwendig. Aber ihr seht, ich bin in der guten Mitte und könnte vielleicht noch ein Stückchen weiter hochgehen. Ich habe halt gegen die falschen Gegner verloren, weil die geleckt haben oder immer alles hatten, weswegen ich nicht noch höher bin, sonst wäre ich wahrscheinlich irgendwo Platz 4000 gewesen, weil ich ein paar Mal, das heißt ein paar Mal, zweimal 80 verloren habe und danach 3-4 Mal gewonnen habe und aber nur 30 gewonnen habe. Das ist halt wieder so ein bisschen merkwürdig. Ja, das ist auf jeden Fall zu beachten. Im Frameskip kann er auch nichts machen, das heißt, wenn er einen Sidestep macht und ihr ihn dann angreift, kann er auch nicht kontern. Ja, das wäre wichtig zu wissen. Selbst seine Ulti ist gegen Blaue nicht so effektiv. Ein Spezialangriff kann er natürlich auch nicht ausweichen. Das sollte man auch beachten.
Ich würde euch gerne jetzt Gameplay-Szenen zeigen, aber ich hatte nie so ein passendes Match, wo ich das so 100% zeigen konnte. Deswegen, ich habe das wirklich einfach immer so gemacht. Ein Blast-Angriff, er ist wieder ausgewichen, hat mir Schaden gemacht. Wieder Blast-Angriff, er ist mir ausgewichen, hat Schaden gemacht und so weiter. Und zur Not bin ich dann zum Beispiel in das Duo gewechselt und selbst wenn er dann in den Vegeta gewechselt ist, hat er Schaden bekommen und war vielleicht wieder gezwungen auszuwechseln. Ganz oft hatte ich dann auch noch welche, die irgendeinen blauen hatten, den blauen Vegeta zum Beispiel. Bin dann halt in die C18 gewechselt, habe weiterhin Schaden gemacht und wenn der auf die Hälfte war, bin ich wieder gewechselt und habe dann meistens noch eine Karte nachgezogen, konnte mit C18 wieder Schaden machen und seinen Vegeta damit besiegen. Auch könnt ihr ruhig, wenn das Timing passt, weil ihr solltet immer darauf beachten, dass der Strike halt kontert, könnt ihr auch einen Tackle machen. Auch das löst seinen Effekt aus, dass er wieder zurückspringt und dadurch könnt ihr euch einen Blast sparen. Aber ich denke mal, wenn ihr das so anwendet, also ihr könnt wirklich, wenn ihr nicht gerade Lowstar Blauer habt, könnt ihr wirklich einen Blast auf ihn machen. Er muss seine Fähigkeit anwenden oder einen Vanish. Und könnt dann halt wirklich effektiv seine Fähigkeit auslösen, um ihn zu besiegen. Denn, wie gesagt, er hat nicht viel Defense und er kann gegen Blaue auch nicht wirklich viel austeilen. Deswegen, ich euch empfehle, habt keine Angst anzugreifen. Zumindest mit dem Blauen. Mit dem Gelben auf keinen Fall. Dann zieht er euch die Hälfte der Energie ab. Aber mit dem Blauen auf jeden Fall. Vielleicht auch mit den ein oder anderen Roten. Ich finde zum Beispiel, gegen mein Duo konnte er oft nicht genug Schaden machen. Das ist auch auf jeden Fall eine Option. Gegen Grün wird er wahrscheinlich auch nicht so viel Schaden machen können. Zum Beispiel den Zamasu hier, der ist ja recht tanky. Ich denke mal auch gegen den Vegeta wird er nicht viel Schaden machen können. Also ihr könnt definitiv angreifen, solange es kein Gelber ist. Und wie gesagt, selbst wenn ihr wenig Energie habt, ihr könnt damit nicht auf Null gehen. Das solltet ihr auf jeden Fall beachten. Ja, ich hoffe, ich konnte euch helfen. Und ihr kriegt vielleicht das Handling jetzt nochmal besser hin. Außerdem will ich euch noch mal kurz sagen, weil viele gefragt haben, wie ihr denn effektiv aktuell Heupollmünzen sammeln könnt, da noch kein Raid begonnen hat, könnt ihr das folgendermaßen machen. Ihr habt ja hier, also ich würde so auf diesen Wert hier gehen, das ist so das Optimale. Habt ihr, wenn ihr mal guckt, diese Charaktere geben euch zusätzlich halt Heupois. Das heißt, wenn ihr diese hier dabei habt und sei es auch als Verstärker, ihr seht hier unten die drei Free-to-Play-Sparkings plus den Vegeta habe ich halt hier unten mit drin. Dann könnt ihr ungefähr 14 bis 15 Heupoi-Münzen jedes Mal sammeln. Dann wurde ich ebenfalls noch gefragt, wie kann man denn effektiv halt die, Event-Medaillen sammeln. Auch das geht halt entweder hier oben, da ist die Häufigkeit etwas wahrscheinlicher. Ansonsten geht es hier auf jeden Fall. Denn hier sind auch die Event-Medaillen drin. Ich habe sogar schon ein paar eingetauscht. Also ich war schon eigentlich bei 100. Oder über 100 mittlerweile. Deswegen, ich kann euch empfehlen, macht diese Mission. Aber der Raid wird noch kommen. Und falls ihr es nicht gesehen habt, die Ausrüstung, die wir bekommen haben, die ihr hoffentlich nicht weggehauen habt. Wo sind sie denn? Hier. Die gibt euch während des Jubiläums-Raid plus eine auf die Medaillen. Nutzt das also. Wenn ihr die Heupois nutzt, dann könnt ihr das Ding auch hochmachen, weil ihr braucht ja dafür spezielle Seelen. Wenn ich jetzt hier auf Verstärkung gehe, seht ihr, ihr braucht diese speziellen Seelen. Und ja, die Ausrüstung könnt ihr da, glaube ich, auch nochmal zusätzlich kriegen bei den Heupois. Deswegen lohnt sich das auch ein bisschen den Teamkampf schon mal zu machen, um da Heupois zu gewinnen. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt helfen. Schaltet gern auch heute Abend bei Yu-Gi-Oh! Ein. Schaut mal meinen Test zu Ni No Kuni an. Ist auch ein cooles Spiel mit einer tollen Grafik. Allerdings ist das so ein Spiel, wo ihr nicht aktiv selber spielen müsst. Ich werde auch den Livestream nochmal wieder on gehen lassen, aber ich musste noch was rausschneiden und das dauert immer von der Verarbeitung. Deswegen, ja. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao. Hat Spaß gemacht mit dir, auch wenn unsere Zeit ziemlich kurz war. Denn jeder